Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, erst einmal sollte ich mich ein bisschen komisch anhören. Meine Stimme ist ein bisschen eingeschlagen. Ich hatte vor 3-4 Tagen waren wir draußen feiern bis, keine Ahnung, 4 Uhr morgens und naja. So, was habe ich auch so gemacht? Ich habe hier mal vorsichtshalber die Capacitor Bank ein bisschen hochgepusht. Wir haben jetzt 40 Milliarden RF Speicher. Sollte es ja schon mal etwas wirken, da sollte auf jeden Fall erstmal bis drin ist bei, naja, 12.811 Input. Dann habe ich mir überlegt, wie wir fortschreiten können. Ich habe mir die Mechanismenturbine mal angeschaut. Ich zeige das jetzt mal gerade ganz kurz. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz gehe ich mal in den Singleplayer. Da seht ihr einmal, was ich dann getestet habe. Ich habe so ein paar Sachen mal getestet. Unter anderem, ob es auch möglich ist, den, wie heißt er? Hier den Guardian of Gaia automatisch zu besiegen. Ist nicht möglich. So, hiermit habe ich es versucht. Also generell, das aufzubauen ist gar kein Thema für uns, bloß das Ganze zu powern. Weil die kosten 2,5 pro Tick, um hochzuhitzen. Wir haben dann 190 Millibucks pro Tick und das gibt uns eine Flow Rate. Moment. Nee, ich muss ja hier schauen. Machen wir mal so und wir, es geht jetzt mal ganz kurz runter und wir kriegen bei so viel RF Input kriegen wir um die 7000 RF pro Tick. Ich war gerade eben ein bisschen verwirrt. Nee, auf jeden Fall, den Boiler und sowas aufzusetzen ist gar kein Thema, nur das Hochhitzen. Ich glaube, da sind wir nicht so wirklich dann gut dabei. Vielleicht können wir das mal machen, wenn wir mit einer anderen Turbine machen, mit der Big Reactor. Aber naja, da schauen wir erstmal später drauf. Weil wir haben noch nicht mal einen Big Reactor. Auf den möchte ich auch immer noch nicht gehen. Wir machen das jetzt anders. Wir leben jetzt erstmal noch mit dem, was wir haben. Es ist nicht wirklich viel, es ist aber etwas, was wir haben. Und dann gehen wir, weil wir als nächstes die Nether Stars jetzt machen, auf den Nether Star Generator. Gucken wir mal, dass wir dann da mal 64 brauchen. Bauen. So, wenn wir mal kurz den Nether. Der wird dann wieder so geschrieben, ne? Genau. So, Nether Star Generator. Was brauchen wir? Wizard Skeleton Skulls. Gar kein Thema. Haben wir 2048. Redstone. Furnace. Nether Stars. Dann. Unstable Ingot Block. So. Der Unstable Ingot Block. Dafür brauchen wir. Moment. Wo haben wir sie? Hier. Diese Unstable Ingots. Und dafür brauchen wir Division Sigil. So, Division Sigil, würde ich sagen, haben wir. Das ist nicht das Thema. Das Thema wird sein, dass wir die in Mengen dann craften können. Deswegen möchte ich gucken. Die Folge kam jetzt sogar vor kurzem auch beim Trivolo raus. Wir wollen jetzt einmal das Ritual machen. Das ist gar kein Thema für uns. Und wir wollen sammeln schnell. Dann nicht nur dieses Ritual machen, wir wollen dann sogar schon das nächste machen. Für den, wie heißt er? Für das Pseudo-Inversion-Sigil. Weil, wieso will ich das haben, das Pseudo-Inversion-Sigil? Es ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber wir haben halt den Vorteil dadurch dann, wir können dann einfach das MB-System craften lassen. So haben wir 256 Benutzungen. Glaube ich, sind das dann. Einmal kurz gucken. Okay, ist noch zu hell. Wie sieht das jetzt aus? Alles klar. Dann können wir jetzt einmal warten. Das ist auch eigentlich scheißegal, wenn das jetzt hier. Ups. Jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt aus Versehen. So, das wollte ich machen.
Es ist halt gar kein Thema für uns, das Ganze so weit zu machen. Ich muss mal genau gucken, was wir dafür alles brauchen, aber ich glaube, wir sollten alles haben. Ich meine, das war für das zweite Inversion Sigil die Schallplatten, die können wir craften. 11 Vanilla Potions. Steht noch nicht hierbei. Das ist jetzt nur das. Steht hier echt nicht mehr bei, weil wir dann noch brauchen für das zweite. Schade. Haben wir hier einen Mob, den wir nicht brauchen? Komm, nehmen wir hier so eine Wolf-Fisch einfach, damit die loswerden. Ah ja, man sieht, hat ja auch gerade eben gesehen, ich habe ein paar Souls noch gesammelt hier von den Slimes. Also, wir werden auf jeden Fall Slimes ohne Ende haben. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir langsam ein paar Sachen automatisieren noch weiter. Unter anderem auch für die ganzen Crystals. Wenn wir mal hier schauen. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier, Pulsating Crystal ist gar kein Thema. Vibrant auch nicht. Ender Crystal, da brauchen wir Enderman in der Soul Vial. Können wir herstellen, ist gar kein Thema. Das einzig nervige Problem ist das hier, der Enticing Crystal. Enticing? Enticing. Der braucht einen Villager. So, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn nicht, dann weiß ich jetzt schon, dass ich irgendwo einen Trivoder sitzen habe. Bitte was? Villager kann man nicht mit dem MFR-Spawner, mit dem RF-Tool-Spawner, mit irgendeinem Spawner in diesem Modpack elektrisch herstellen. Wie jetzt habe ich das jetzt zu blöd ausgedrückt? Es gibt eine einzige Möglichkeit. Und das ist über den Draconic Evolution Spawner mit einer Mob-Soul von Wizard. So. Und wo gibt es alles, habe ich gerade eben Wizard oder Villager gesagt? Ich meine auf jeden Fall Villager. So, und wo gibt es jetzt alles Villager? Da gibt es einen. So, und das wusste der liebe Josh natürlich nicht. Hat ihn dann nicht umgebracht, aber die Zombies, die dann irgendwo im Glas Millennium rumgelaufen sind, haben den dann mal umgebracht. So. Damit es jetzt auch nicht allzu lange weitergeht, ich mache das einfach mal, komm hier. Slash, Time, Set. Midnight, war das so? Night. Mach mal anders, war das 16.000? Dann müsste 18.000 Mitternacht sein. Hier ist immer noch zu viel Licht. Sehr schön. Das haben wir. Gar kein Thema für uns. So, und wir haben auch die Cursed Earth bekommen. Und ich mache es mal gerade ganz kurz hier wieder. Zack. Zack, zack. Und zack. So. Wir haben Cursed Earth. Brauchen wir die für irgendetwas? Nö. Und wie man gesehen hat, der Trivolo war sich in seinem Video nicht wirklich sicher, ob das geht. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir eigentlich relativ scheißegal war gerade. Oh, lol. So. Wie gesagt, ich habe es einfach gerade gemacht, weil es mir scheißegal war. Ich habe einfach mal mit Vein Miner die Cursed Earth weggemacht. Meine Karotten wollte ich eigentlich haben. So. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier das Division Sigil activated. Das können wir jetzt 256 Mal benutzen. Wollen wir nicht. Jetzt will ich mal gucken, ob wir das wirklich nicht hier finden. Nein. Dann weiß ich, wenn wir es jetzt einen Beacon machen, können wir einen machen. Uns fehlt nur der
Lock of Mana Diamond. Dann machen wir den gerade. Und gehen dann jetzt gleich nochmal ins End. Weil ich weiß, im Ende ist das zweite Ritual. So, wo können wir das jetzt hier machen? Okay. Dann, Scheiße, ich hab den Endcake nicht mehr, ne? Mist. So, dann müssen wir nur einen Cake machen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau wegen sowas habe ich die Q-Essenz gemacht. Zack. So. Wir haben noch. Genau, die haben wir noch dabei. Machen wir es aber mal ganz, ganz einfach. Müssen wir jetzt nicht großartig rumlaufen. Cool, kann man doch gar nicht hier werfen. So. Wir machen mal den hier. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall zurück. Okay. Und wir sind wieder hier im Ende. So, wir waren jetzt schon länger nicht mehr hier. Was hat sich verändert? Gar nichts. So. Wir wollen jetzt auf jeden Fall, machen wir hier mal. Zack. Platzieren mal einfach hier, weil wir können, so ein Dislocator-Pedestal hin. Für unseren Porter zur Base. Und den packen wir hier rein. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen hier drin das jetzt machen. Oh, das Telefon geht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal hier rechts auf dem Bildschirm nochmal offen, was wir alles brauchen. Wir brauchen ein Beacon, Endstone. Haben wir hier auf jeden Fall. Wobei Endstone ist sicher das Ganze so wichtig. Wir brauchen 4 Truhen. Die nördliche Truhe ist die Children of Fire mit 14 Items, die im Ofen gebraten wurden. Halt Stein, Glas, Charcoal, Eisen, Gold und so etwas. Das ist gar kein Thema für uns. Dann die Gifts of Earth. Das ist einmal Gras, Dirt, Sand, Gravel. Einmal alle Erze, Clay und Obsidian. Dann die Music Disc. Und die uns 12 der 62 Vanilla Potions mit einem Effekt. So. Das Ganze geht dann weiter. Ich hoffe, ich finde hier gerade mal ein Bild, wie man das Ganze dann aufbauen muss, aber natürlich nicht. Auf jeden Fall, wir müssten 4 Blöcke entfernt hier freilassen. 4. Also hier. 4, hier. Hier. Und hier. So. Kurz gesagt, das Ritual wird heute auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Dafür bin ich jetzt gerade zu unvorbereitet. Ich wusste halt nicht mehr genau, was wir dafür jetzt alles brauchen. Ich werde jetzt mal genau gucken, ob ich noch ein Bild davon finde, weil ich weiß, wir brauchen noch einen Redstone-Kreis und so etwas. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt, dass wir heute, können ja schon mal ein paar Sachen vorbereiten. So, wir können ja mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Truhen. So, das sollte ja nicht das Thema sein. Die haben wir. So. Wir brauchen Cleanstone. Wir brauchen Glas.
Ein Sand. Ich bin jetzt auch gerade komplett durcheinander, was ich hier mache. Wir brauchen ein harden Clay und generell ein Clay. Was brauchen wir eigentlich für die Erze? Können wir die einfach so herstellen? Haben wir noch Lapis oder? Haben wir sogar. Ein Iron Ore. Gold. So, wir brauchen Kohle noch. So, das hat ja wohl gerade mal komplett scheiße, wie ich das mache. Coal Ore müssen wir herstellen. Das heißt, wir müssen Nether Coal Ore suchen. Okay. Mache ich offscreen. Redstone Ore haben wir. Ich weiß, wie ich das jetzt mal mache. Ich nehme jetzt mal hier so eine Tiertruhe raus. So. Machen wir mal so. Das ist jetzt das gebratene Zeug. Hier machen wir die Gift der Erde. Das muss ich hier noch braten. So. Wir brauchen Charcoal, haben wir ja bestimmt. Bitte sagen wir, wir können die wieder zusammenknüppeln. Natürlich nicht. So. Hier, mach. Danke. So. Charcoal haben wir. Ein Eisen, ein Gold. Cooked Pork Chop. Haben wir hier Raw. Einen Brick. Das heißt, wir müssen nochmal einen Claypopel braten. Fisch. Ich habe keinen Fisch. Können wir den irgendwie bauen? Ja, super. Den muss ich noch fangen. Cactus Green. Raw Beef. Also brauchen wir einen Steak. Habe ich Chicken gebraten? Nein. Müssen wir auch noch braten. Eine Baked Potato. Und einen Nether Brick. Das heißt, wir müssen einen Nether Brick braten. So. Das ist dann jetzt schon mal fast alles für das erste Ritual. Dann brauchen wir einen Grasblock. Können wir den hier irgendwie craften? Okay. Zack. Wir brauchen auf jeden Fall Dirt. Dirt. Nature Essence. Silk Touch. So. Wir brauchen noch Gravel. Obsidian. Diamond und Emerald Ore. Und Kohle. Also wir brauchen dann jetzt eigentlich nur noch ein Kohleerz. Das ist auch super. Zack. Zack. Zack und zack. Was haben wir an Music Discs da? Okay. Eins. Zwei. Drei. Okay. Blöde ist, hier zählen nur die Vanilla Music Discs. Können wir die eigentlich gerade craften?
Mal gucken, welche habe ich jetzt? 13 Cat und Melohi. Okay. 13 Cat Blocks. Chirp. Far. So, nochmal. Far. Mal. Oder Mel. Das ist Melohi. Stall. Strat. Ward. Dann brauchen wir mal Ziandai. Das finde ich cool, dass man die dann doch wenigstens mal so craften kann. Okay. Dann die gute alte Vanilla-CD. Mass Effect 3 Leaving Earth Metal Cover, ganz bestimmt. Die höre ich mir gleich mal. Das machen wir noch eine. Wait. So, und wir haben die Music Disc. Das heißt, wir müssen nur noch die Tränke brauen. Das mache ich offscreen. Und die letzten Sachen farmen. Und in der nächsten Folge machen wir dann ein Pseudo-Inversion-Sigil. Ich würde sagen, heute waren wir dann doch noch relativ erfolgreich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.